Feindkontakt. Habe ich mit dem neuen Bogen jetzt gespeichert oder nicht? Ein paar Hetzer ja. Der Fremden. Sie bewachen ja, habe ich. Okay. Oh, ich habe Kron. Kron, ich will nicht dich abknallen. Oh nein, er trifft mich. Okay, einer ist dann. Oh, der andere ist auch gut angeschwächt. Wo ist der dritte? Frage. Identität der Wissenden gleich der fremden Angreifer? Alles andere würde mich sehr wundern. Aber sehr viel habe ich noch nicht herausbekommen. Empfehle sofortigen Waffeneinsatz. Ja, ja. Oh ne, der dritte hat den Kampf gar nicht bemerkt. Oh, okay, er hat uns bemerkt. Oh, ehrlich. Ein Dino hat er dabei gehabt. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Okay, haben wir jetzt ein paar Daten über die Waffen mitbekommen, Crony, oder? Diese Hetzer waren keine Wachposten für Technologie der Fremden. Meine Ortung ergab lediglich bestimmte Ausrüstungsteile der Hetzer. Ja, sie sind ziemlich gut gepanzert für so einen Spähtrupp. Diese Truppe des Feindes wollte hier etwas installieren. Was sagt ihr das? Tatsächlich? Was sagt ihr das? Sie tragen Miniaturkontrollknoten bei sich. Kleine Rechnerchips, die sich schnell irgendwo installieren lassen. Etwas Ähnliches haben wir auch bei den Alps. Sie werden eingesetzt, um fremde Technik zu infiltrieren. Oder jemanden abzuhören. Ich würde so etwas als Wanze bezeichnen. Die korrekte Bezeichnung in diesem Fall ist Kontrollknotenchip. Mhm. Sie verteilen diese Dinge also an strategisch wichtigen Punkten irgendwo in unseren Ländern. Wer weiß, wo sie diese Dinger schon im Einsatz haben. Vermutlich einer der Gründe, warum sie so effektiv agieren. Du hast ihre Technologie mit der Alps verglichen. Heißt das etwa... Die Fremden benutzen eine ähnliche Datenübertragung wie wir. Gut. Wir könnten also unsere eigene Technik dazu verwenden, uns mit ihnen zu verbinden. Datenkompatibilität mit unseren Systemen liegt bei 85,9%. Gut zu wissen. Das war aufschlussreich. Such weiter, Kleiner. Wenn du wieder so einen Treffer hast, dann sag mir Bescheid, okay? Positiv. 85 ist schon sehr hoch, tatsächlich. Aber was bist du denn? Zwei Elex-Tränke? Nicht schlecht, das sind die mit den Attributspunkten. Du bist jetzt unser Gefährte, oder, Crony? Habe ich auch nichts dagegen. Wobei, wenn wir jetzt schon hier dabei sind, dann... mit den ganzen Gefährtenmissionen. Dann machen wir auch Nacy noch schnell zu Ende. Was gibt es? Was willst du mir damit sagen? Gut, dann verrate es mir halt nicht.
Wo sind wir jetzt? Das ist schon ein bisschen weiter weg vom Lager, aber okay. Crony? Ja, eigentlich können wir jetzt wieder wechseln und zunächst die gehen. Ich gucke mich nochmal grob noch hier um. So ein paar. Ich wollte nur den Knoblauch? Okay. Knoblauch aus freier Wildbahn. Jo, lass meinen Roboter in Ruhe. Die Dudes haben no chill. Ne Elexader. War ein Gegner irgendwo? Nein, wunderbar. Komm, gib mir die 8. 7 und 120. Jo, jo, jo. I'm totally fine with that. Felsassel, die lassen wir mal leben. Dich. Oh wow, wir hatten keine Ausdauer mehr. Wein, das brauchen wir später so schön zum Mixen. Achso, das war nur das Feuer. Aber kochen müssen wir nicht. Da wäre. Oh, da wäre ein Unhold. Den meiden wir dann doch lieber. Dich nicht. Ich überlege, ob Crony nicht vielleicht eher sogar der beste Begleiter ist, weil der halt doch sehr mobil sein kann. Seite. Ah, hier können wir auch entspannt schlafen. Ja, das ist ein nicer Safe Spot. Wir gucken gerade nach unten. Da ist dann später unser Lager, ganz hinten. Aber davor kommt noch was. Ja, ich habe vor, irgendwie in dem Part noch so ein bisschen auf dem... Oh Gott, du bist ja ein Starker. Noch ein bisschen auf Monsterjagd zu gehen. Dass wir zu sehr aufs Maul kriegen. Bis er halt dann doch einmal trifft. Oh nein! Er ist tatsächlich ein Flusskriecher. Da ist er. Er ist einfach kurz noch im Fluss gekrochen. Muss man nachher die Quickslots mal anschauen. Ich glaube, wir trinken gerade die ganze Zeit kleine Heiltränke. Zumindest heilen die jetzt nicht so viel. Oh. Oh, ich wollte nicht doppelt klicken. Das war ein schneller, langer Sprung. Muss ich doch mal F Quickslot. Ich bin nicht gut genug. Ah, okay, auf 3 haben wir noch klein. Okay, und auf 4 sind dann die größeren. Okay, okay, okay. Dann habe ich mich nicht getäuscht, dann heilen die tatsächlich wenig, aber ist auch
Oh, die lief gerade sehr schnell. Na gut, lassen wir sie. Noch kurz ein bisschen leben. Da hinten war der große Feind. Wir haben noch nie so wirklich grob die Umgebung eigentlich erkundet, ne? Nur so questmäßig. Aber auch so liegt da doch auch manchmal ganz neues Zeug rum. Mächtiger Heiltrank zum Beispiel hier einfach in einer kleinen Hütte. Da haben wir nochmal so eine Spinne. Oh, eine Drachenechse nochmal? Wait a second. Dann trinke ich aber nochmal einen kleinen Heiltrank. Der Reißer ist gone. Lass Crony! Super, dabei wollte ich da hinten nur die Spinne töten. Ja, aber dann haben wir halt das Vieh gekillt. Und jetzt ist die Spinne auf uns aufmerksam geworden. Spätestens jetzt. Oh. Wollte sich gerade Crony in den Schuss stellen? Dieser Ehrendruide? Na, diese Maschine. Okay, nimm mal die Aggro ein bisschen. Oh! Also ich sehe in Crony einen definitiv besseren Verbündeten als in Bully. No caps. Digga, war der gerade König der Löwenspinne? Was hat er da oben gemacht? Man weiß es nicht. Berechne Potenzial der Verbesserung. Empfehle umgehendes Training. Ja, ich trainiere ja noch. Aber. Oh. Oh! Was bist du? Haben wir schon mal gegen. Der sah cool aus, der kam mir aber nicht bekannt vor. Aber gut, der hat Hoyona gedroppt, dann kann das vielleicht doch sein, dass wir dem schon mal begegnet sind. Da hinten ist ein Porter. Ah, vom Festivalsgelände. Na, ja. Dann war hier doch auch noch eine Spinne irgendwo. Ja. Mit Crony traue ich mich. Der schießt, der trifft. Und er weicht aus. Zum mittleren Heiltrank. Oh. Ja, mit Crony läuft's einfach. Trotzdem müssen wir gleich zunächst die einmal rüber wechseln, dass wir deren Sidequest machen.
Oh, was? Nein. Das eine Leben hätte doch nicht sein müssen. Hier, Bier, Mana-Trank. Okay. Wir gehen zurück zum Posten. Und im nächsten Part geht es ja mit Nasty weiter und ihrer Sidequest mit. Da wir mit ihr gehen wir dann zum Duke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hinz und Peter. Ciao.